Die Lösung für dieses Problem liegt bei mir in einer geänderten Raumordnung. Wenn Verkehr verhindert wird, dann brauche ich auch nicht aktiv werden, um den Autoverkehr, um den geht es ja vorrangig, zu bekämpfen. Denn das passiert ja teilweise, vor allem in Wien so. Ich möchte keinen Kampf gegen die Autos haben. Alle sollen ihre Bereiche haben im Verkehr. Die Lösung liegt meines Erachtens in einer vernünftigen Raum- und Verkehrsplanung und in einer geringeren Mobilität. Die Mobilität wird ja immer wieder gefordert und in dem Augenblick, wo ich Mobilität fordere, habe ich mehr Verkehr. Also diesen Zusammenhang, auf den möchte ich hinweisen.